Guten Tag. In der letzten Folge haben die beiden eine Goblinfrucht bekommen und Sophie wollte sie nicht essen. Stress will sie machen, aber essen will sie nicht. Weiber. Oder so. Ja, ich glaube, das war's so ziemlich. Am Ende hat sie es doch machen müssen, denn. Naja, einer muss ja am Ende immer dran glauben. Viel Spaß und bleibt geil. Lasst uns das im Schnelldurchlauf machen. Ihr werdet euch ja sicherlich abwechseln. Ihr könnt zu jedem beliebigen Zeitpunkt Einspruch erheben. Tag 1 nach Verzehr, also derselbe Tag, ehrlich gesagt. Nach wenigen Stunden wird der Kern aufplatzen und das kleine Ding rauskrabbeln. Es nuckelt ein, zweimal mit seinem Schnullerchen. Seine wässrigen Augen gucken groß. Dann spuckt es ihn aus und haut mit seiner Keule drauf, bis er kaputt ist. Es reißt sich die Haube vom Kopf und zerreißt diese ganz. Wenn Sophie zu diesem Zeitpunkt da sein sollte, wird es einmal in ihre Richtung gucken und sagen: Mama, kaputtschlagen. Dann würde es damit beginnen, in diesen ganzen Bikinis rumzuwühlen und die Metallteile von den Trägern und so aufzumachen, also von den Verschlüssen eher. Es scheint haptisch und motorisch völlig ausgereift zu sein, also nicht wie ein Baby. Tag 2 sind da zwei kleine Dinger, die wenig größer sind. Sie wühlen und bewerfen sich mit Stofffetzen, die sie offenbar sich selbst aus diesem Zeug zerrissen haben. Okay, ich würde definitiv nach einer anderen Bleibe suchen. Welcher denn? Ist eine gute Idee. Keine Ahnung. Ich versuche mir mal zu organisieren Dinge, die warm, also so warm, Warmheitsstrahler oder sowas. Nur solche Sachen halt. Kein Ding. Heizstrahler in so einem alt, in so einer alten Industriebrache. Genau. Und zwar Welchen so ein Strom noch Ga betreibt ihr den? Nee, mit Gas basierend. Ja, Gas Das kann wird explodieren. teuer. Eben. Dafür habt ihr genug Ressourcen, aber es geht ins Geld. Da müsst ihr bei der einen oder anderen Sache dann ein bisschen zurückstecken diesen Monat. Das ist okay. Okay. Dann würde Tag ich 3. quasi, Oh, ich würde Entschuldigung. quasi einen, den Raum vorbereiten, ne, so einen abgeschlossenen Bereich, sag ich mal. Irgend so ein ehemaliges Bürogebäude oder ein Kellerraum von dem Scheiß. So dass man da halt nicht, dass da nicht so allzu viel Luft rausgeht von der warmen Luft. Und dass man da auch einen Riegel vorschieben kann. Das wird unmöglich. Ja, Riegel muss nicht unbedingt, aber also, ne, dass man da halt sowas vorhängen kann, dass halt die Luft da nicht rausfliegt durch die Tür und dass die halt eventuell auch nicht ganz so schnell rausfliegen, wenn man ein bisschen aufpasst. Das geht ja. Also wenn du es darum geht, dass du die Wärme ein bisschen drin behalten willst, dann kannst du dir was machen, ja. Sehr gut. Sehr gut. Tag 4. Und wir natürlich umziehen. Also habt ihr alles, ihr macht das okay. Sie sind ungefähr Unterarm lang, ohne Hand. Es sind inzwischen circa 8. Alter. Sie bauen offenbar kleine Maschinchen. Wenn ihr sie seht, zertrümmern die aber eigentlich alles nur. Man sieht Rammböcke und irgendwelche Dinge, wo einfach nur kleine Schuttteilchen und Steinchen auf irgendwas herunterfallen gelassen werden. Das macht ihnen großen Spaß. Sie kichern viel und wirr. Sehen die irgendwie so aus, als würden die uns überhaupt noch brauchen? Offensichtlich registrieren die uns ja nicht mal. Wenn du ankommst, sagen sie häufig Mama und bewerfen dich zum Dank mit kleinen Steinen. Danke, ich habe nicht viel Interesse daran, mich ihnen weiter zu nähern, wenn sie mich mit Steinen beschmeißen. Was passiert denn, wenn die größer werden? Das weiß ich nicht. Sie bauen des Weiteren das also der auf einem kleinen Türmchen aus irgendwelchen Metallteilen, sieht aus wie Belagerungstürmchen in Mini oder Außenverkleidung, sitzt ein Goblin und wirft Mini-Bömmchen. Fragt mich nicht, wo er den Sprengstoff her hat. Sie sind schwächer als jeder Böller, aber er wirft sie immerhin. Und das Letzte, was man noch sieht, ist, dass sie auf einer Welle aus Schutt herunterreiten, wobei einer von ihnen als Schlitten dient
und einer als Schlittenfahrer. Ich werde eine Webcam installieren. Ach nee, durch eine Webcam sieht man chimärische Dinger nicht. Sollte man nicht, nie. Zerschlagen die eigentlich die Materialien, die in dem Raum sind, wirklich? Wenn ihr nicht da seid, schon. Wenn ihr da seid, können sie es nicht und wundern sich. Das ist gut, das heißt, sonst ist jederzeit jemand da. Nein? Die beschmeißen mich mit Steinen. Das sind deine Kinder, sei nett. Nein, der Winter ist hart. Du bist die böse Mutter, Alter, ich hab die falsch benannt, die Sof. Scheiße. Ja, Sophie wird irgendwann, es wird immer mal gucken gehen, aber wird irgendwann eigentlich eher an der Tür lauschen als alles andere. Wenn du mit David zusammengingest, könntet ihr auch sein gefährliches Kuckrohr durch die Tür durchschieben. Zum Beispiel. Gut, sie entwickeln sich weiter, sie bauen merkwürdige Dinge. Bei solchen Sachen wie den Aktionen wie wir fahren Schlitten aufeinander, stirbt ab und zu einer. Das scheint sie nicht sonderlich zu interessieren. Es werden ja trotzdem ständig mehr. Okay, ich werde irgendwann nicht mehr dorthin gehen. Du musst dich mit mir um die Aufzucht kümmern. Da gibt es nichts. Worum willst du dich denn da kümmern? Die brauchen uns nicht. Die sind alleine. Die nehmen den kompletten Scheiß auseinander, wenn wir nicht da sind. Das sollen sie doch auch. Das machen die doch natürlich. Dafür sind sie doch da. Wir sollten das nicht dazu bringen, dass nachher das Wärmeding kaputt ist, zum Beispiel. Das wäre ziemlich kacke, dann würden sie nämlich alle erfrieren. Ach, sie sind groß genug, die werden schon nicht erfrieren. Du kannst sie davon nicht abhalten, David. Doch, wenn wir da gucken. Wenn wir gucken, die Viecher doch mal an. Solange wir gucken, gehen die Dinger nicht kaputt. Die beschmeißen dich mit Steinen. Ja, und du ärgerst mich mit Worten. Und? Liegt wohl in der Familie gerade. Offensichtlich. Also, Abwechslung. Immerhin müssen wir das Ding zurückbringen. Weißt du, wie scheißen teuer das Ding war? Die Miete kostet. Und ich habe keinen Bock, hier eine Gasexplosion zu veranstalten. Für nichts und wieder nichts, weil die Dinger dann alle draufgehen. Apropos, das sind chimärische Wesen. Wieso brauchen die eine normale Gasheizung? Ich habe doch keine Ahnung. Das sind deine Kinder, die nennen dich Mama. Wo führt denn diese Diskussion? Naja, hoffentlich da. Okay. Bei der Ablöse. Wenn Sophie sagt, wieso brauchen die das, fallen zwei der Dinger tot um. Oh. Ich zeig dir das einfach mal so. Ja, das hätte kommt ich hier nicht mit dürfen. Komm hier nicht mit Banalität. Die kommen nicht nach ihrer Mutter. Aber sie haben alle schwarze Haare. Sie sind nicht so seidig und lang und schön, sondern eher unregelmäßig vereinzelt. Aber sie sind alle schwarz. Sehen auch einige aus wie Vögel. Bisschen. Manche haben überm Hintern einen rot-gelben Haarbusch. Etwas stachlig. Ja, Sophie wird immer mal wieder gucken gehen, aber die wird da jetzt nicht 24/7 sein. Nee, ja, die anderen Tage bin ich auch nicht da. Also die andere Zeit. Na, 24/7 könnte ja auch gar nicht da sein. Das ist ja klar. Die wird immer mal gucken, aber eher mit dem Kuckrohr durch das Ding. Das ist in Ordnung. Wenn David sich das alleine haben lässt, sonst muss er halt mitkommen. Ja, aber nur sehr angepisst. Mhm. Weil sie sonst ja nicht hingehen würde. David, bist du häufiger oder weniger häufig da als Sophie? Ich bin wahrscheinlich häufiger da als sie. Okay. Wenn Sophie längere Zeit mal nicht da ist, das wird ja irgendwann mal passieren, ne?
Denn sie ist ja, die hat ja die Einstellung, dass sie nicht brauchen. Das ist nicht richtig. Also, ich meine, nur weil sie einen Raben hat. Auf jeden Fall. So ein Kompliment kannst du dir gar nicht machen. Auf jeden Fall sitzen sie eines Tages alle auf einem Stein und weinen und schreien nach Mama. Ich rufe sie an und sage denen, Mami kommt. Deine Kinder weinen und schreien nach Mama. Was? Sie sitzen alle auf einem Stein. Es sind übrigens, wie viel ungefähr? 20. Es sind 20. Eigentlich, die sind nach meiner Berechnung, hoch. Nach meiner Berechnung hätten das eigentlich 25 sein müssen. Wahrscheinlich sind schon wieder welche gestorben. Wahrscheinlich vor Schmerz, weil du nicht hier bist. Das werden die schon überleben. Aber ja, ich komme auch rum. Die fährt hin. Wenn du auch nur mit dem Kuckrohr durchguckst, werden sie anfangen, aufhören zu weinen, sich die Tränchen wegwischen und anfangen, aufeinander rumzuspringen. Glücklich gurgelnd. Siehst du, die brauchen ihre Mami. Ihre Gesichter sind jetzt um einiges finsterer geworden. Und sie haben einen jetzt vielmehr nach vorn übergebeugten, hässlichen, bösartigen Gang. Und schwingen ihre Keulen, die natürlich mitwachsen, wie auch anders, mit deutlich mehr Elan auf. Elan. Und Finesse. Ach, es lebe die Pubertät. Ich hab doch gesagt, du musst dich drum kümmern. Ja, es reicht ja, wenn ich vor der Tür sitze. Ja, dann wachsen die und gedeihen die, recht, ja. Das ist ja, das ist, mehr will ich doch gar nicht. Von innen hört ihr ein Horn. Oh Gott, das klingt nicht gut. Duffy guckt mal durch. Du siehst, wie kleine Goblins, naja, so klein sind sie ja gar nicht mehr, sich Flammenwerfer umschnallen, ihre Äxte aus dem Schutt hervorkramen, Armbrüste schleudern. Jemand packt größere Bömmchen an seinen Körper und zündet sie vorsorglich an und kichert dabei gräßlich. Und da hinten steht ein kleiner Goblin-Schamane, der mit den... Gott, sofort weg hier! Der mit den Schädeln seiner Kumpanen offenbar geschmückt ist und kleine Blitzchen auf die Tür schleudert. Sophie dreht sich um und rennt. Andere reiten auf kleinen Raptoren. Ich weiß nicht, ob David noch sich die Zeit nimmt, da mal durchzugucken. Natürlich, ich bin neugierig. Okay. Es wird gerade der Typ mit vielen kleinen Bömmchen auf eine Goblin-Schleuder geladen und auf Richtung Tür abgefeudert. Er scheint größtes Vergnügen daran zu empfinden, als er gegen die Tür kracht. Ja, ich wäre dann gerne weg. Ja, das ist okay. Hinter euch kracht die Tür auf und sie kommen herausgestürmt. Manche reiten, wie gesagt, auf kleine Raptoren. Du fiehst schon weg. Du rennst doch nicht so schnell wie ein Raptor, Junge. Aber sicher, ich bin ja schon vorher weggelaufen. Ja, warte doch mal, ich hab doch hier deine Werte. Sportlichkeit und Stärke, sagst du. Sind immerhin 3 Würfel. So ist es. Und bei David sind das immerhin auch 3 Würfel. Und er ist später losgelaufen. Du willst also nicht schnell genug sein, sondern nur schneller als David, ja? Ja, das reicht doch. Das ist schnell genug. Kleine Verräterin. Nee, Classic. Das hat nichts mit Verräterin zu tun. Oh, doch. David holt dich ein. David holt dich ein, aber weißt du, wer dich noch einholt? Der Raptor. Deine Brut! Und sie reiten neben dir her und kichern und gackern und greifen nach dem Flammenwerfer. Alles klar. Erzieh sie! Sie ihn auf euch. Ich kann es doch dunkel machen, oder? Hast du noch nie ausprobiert, keine Ahnung. Dann mache ich das jetzt. Hast du ja zufällig aufgeschrieben, was du da würfeln musst? Nee, du hast nur gesagt, ich kann das. Ich habe mir nichts aufgeschrieben. Habe ich das nicht in der Charakterblatt geschrieben? Das gucke ich jetzt. Hab's schon. Was hast du in Intelligenz? Nicht so viel. 2. Weißt du, was übel gut ist? Na. Du musst nicht mal Glamour dafür ausgeben, weil du den letzten Vollmond eine Stunde lang angestarrt hast. Vermutlich in eine Stunde kommt hin, weil du ja dein Mondbild gemalt hast. Oder es versucht hast.
Also, ihr rennt. Die richten den Flammenwerfer auf euch. Doch bevor sie abdrücken können, Ich weiche aus. Ich mach's dunkel und weiche aus. Bevor sie abdrücken können, also, rinnt aus Sophie, aus ihrem Körper, undurchdringbare Dunkelheit, die einen doch erheblichen Raum um sie einnimmt. Sophie, du siehst perfekt und damit siehst du auch perfekt David stürzen. Ich zieh ihn weg. Allerdings, der ist nicht ganz so leicht. Allerdings ist auch deine Brut etwas verwirrt. Es dauert ein paar Momente, und zwar ungefähr so lange, wie es halt braucht, bis du David auf die Beine gebracht hast und in eine Richtung ziehst, bis der Typ auf dem kleinen Äxtchen sich dazu entscheidet, dass es nur noch eine Möglichkeit gibt, den größtmöglichen Schaden anzurichten. Und zwar indem er den Raptor, den Tank ins Maul stopft, auf den Kopf tritt, sodass ein kleines Loch entsteht und bevor der ihn zerfleischen kann. Ich müsste mal kurz für euch ausweichen würfeln. Was habt ihr in Verteidigung? Mensch, Widerstand? Nee, Verteidigung. Das ist unter den ganzen Attributen. 3. 3. Also. Ihr steht schon im Radius dieser wonniglichen Explosion. Der Tank ist jetzt halt nicht besonders groß, denn das ganze Ding war ja nur kniehoch. Dennoch. Das heißt, es ist eher die Druckwelle, die uns Probleme macht. Es ist immer die Druckwelle, die einem Probleme macht. Okay. Und die Hitze. Das heißt, schon eine Druckwelle von Hitze und Kraft wird euch wegschubsen, auf den Boden befördern und ihr tut euch schon auch weh. Maßgeblich chimärisch. Das, was ihr eurem Menschen antut, sind ein paar blaue Flecken und ein Kratzer. Chimärisch nehmt ihr dann doch etwas Schaden, nämlich David 2 und Sophie 1. Körperlich tatsächlich auch. Das ist übrigens was ihr verwalten müsst. Oder müsst ihr, warte. Müsst ihr nicht mal. Das mache ich sogar auch. Ich bin ja übel nett. Das heißt, wir haben uns ein paar Schrammen und blaue Flecken chimärisch geholt. Brandblasen bei dir so ein paar und gerötete Stellen. Ja, die Hitze war schon intensiv. Okay. Und bei David kommen dann noch so ein paar leichte Prellungen hier und da dazu. Ein verstauchter Finger und so ein Shit vom falschen Abstützen. Mhm. Ihr seht dann aber, also nee, David sieht nichts. Sophie sieht allerdings, dass der Rest deiner Bande mit einem aus Schutt gebauten Roboter, in dem ein verrückter Goblin sitzt und hier und da alles ansteckt, vor allem irgendeine Frau mit Regenschirm, die euch verwundert anguckt, die davon aber jetzt nicht so viel mitkriegt, in Richtung Osten abzieht. Gott, komm mit, David. Wohin? Und da wo bist lang. Du? Sie greift dich an der Hand. Ja, und jetzt? Weg. Okay, ich laufe halt in dich rein. Nee, wie gesagt, sie hat dich an der Hand und zieht dich mit. Ja, ich stolper dann hinter dir her. Ich sehe nichts. Wenn die weit genug weg sind, dann lässt Sophie das auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das geht, aber natürlich, du hast die Dunkelheit aus dir herausgebracht, du kannst sie auch wieder in dich aufnehmen. Dann mache ich das. Ist nicht das Geräusch, was ertönt, aber es wäre sehr schön. Au, mein gesamter Arm ist verbrannt. Guck sie einfach an, so. Yeah. Dito. So, jetzt müssen wir uns vorbereiten, dass wir den Spaß machen können, den du machst. Weil jetzt wird's nämlich zeitig. Trotzdem will ich das hier erstmal irgendwie
Können wir vielleicht mal unseren Freund anrufen und ihm Bescheid sagen, dass die Horde rennt? Sophie schreibt in meine SMS und schreibt, Stampede Mode is activated. Die Antwort lautet, ich verstehe kein Englisch, aber danke. Und Glückwunsch, Mama, ich habe es gespürt. Tief in meinem Herzen. In meinem dritten Herzen, um genau zu sein. Okay. So, Papa weiß Bescheid. Sehr gut. Dann ist jetzt die Phase, was machen wir jetzt? Abkühlen. Okay. Müssen wir jetzt nicht ein Bild malen oder so? Nein, nicht jetzt. Okay. Das, es wird an diesem einen Abend stattfinden. Schamhain. Aber jetzt sind die doch gerade alle abgelenkt. Also, beziehungsweise... Nein, sind sie nicht. Schamhain. Okay. Das stand doch in der Anleitung. Dafür muss ich nämlich ins Schloss. Und das geht jetzt gerade nicht. Aber war nicht der Whole-Point, dass wir die groß machen und erwachsen machen, damit die... Die sind aber erst Schamhain wirklich erwachsen. Alles klar. Das ist für euch Ingame ja nicht so lange her. Obwohl es ist inzwischen genau so lange her. Aber die Ansage war ja, die suchen sich erst das Zentrum größten Chaoses, um es zu übernehmen und zu ihrer Ausgangsbasis zu machen. Und dann später suchen sich den Ort größter Ordnung und machen den, greifen den an mit allem, was sie haben. Blitzkrieg. Dann möchte ich jetzt nicht wissen, was der Ort der größten Unordnung ist. Das ist nicht mein Zimmer, das habe ich gestern aufgeräumt. Smarty Pants. Mein Zimmer auch nicht, weil mein Zimmer ist immer aufgeräumt. Um euch zu beruhigen, sie sind nicht in die Richtung eurer Wohnung aufgebrochen. Sehr gut. Aber wir brechen in die Richtung unserer Wohnung auf. Yep. Sehr gut. Ihr kommt an. Dort dauert ein bisschen, wenn ihr es in den alten Fabriken machen wolltet, wo halt die Schruttwichtel, Schruttgnome damals waren. Und Sophie möchte in ihren Keller. Oh ja, das ist in Ordnung. Nur, dass direkt vor eurer Tür euer Mentor steht. Aha. Was zur Hölle ist mit euch passiert? Nichts. Ihr guckt auf eure Schrammen und Wunden. Alles gut. Was zur Hölle? Wir experimentieren ein bisschen mit unseren Kräften. Das scheint nicht sehr gut verlaufen zu sein. Ja, stellt sich raus, wenn jemand irgendwas alles dunkel macht, fällt man relativ schnell hin. Aber ist okay. Danke, dass du hier bist. In ein Lagerfeuer oder was? Auch. Draußen ist immerhin ziemlich kalt, nicht? Alles gut, mach dir keine Gedanken. Was ist wirklich passiert? Spielt jetzt keine Rolle. Was naja, hat sie hat's gemacht? Sie hat's dunkel gemacht, ich bin hingefallen, hab sie mitgerissen. Das tat ganz schön weh. Ich wusste nicht, dass wir unten. Sie wussten nicht, wie dunkel das wird. Also sie konnte anscheinend noch sehen, ich nicht mehr. Es war schon ziemlich komisch. Können wir das alle? Kann ich das auch? Also ich habe es nicht versucht, aber... Vielleicht, ich habe ja mal gesagt, dass euch verschiedene Künste offen stehen. Das kriegst du dann schon mit, wenn es passiert. War eine doofe Situation, wo wir es mitgekriegt haben, aber ist okay, ja. Lässt du mich jetzt durch? Wie können wir das denn reparieren? Also
Euer Körper heilt sich, ihr könntet das beschleunigen, aber euer Körper heilt sich, ihr seid ja keine Menschen, etwas schneller, also auch. Na gut, dann bin ich ja beruhigt. Du siehst auch nicht aus, als hättest du... Wo hast du denn den ganzen Glanz gelassen? Ich habe was hergestellt. Das muss was ziemlich Großes gewesen sein. Was habe ich noch gemacht? Auto, okay. Willst du das wissen? Ja, ja. Du hast einen ziemlich teuren Eid geschworen. Ach ja. Die Aktion. Ja, es ist, ich habe mal geguckt, wie viel ich da reinfließen lassen kann. Du solltest diesen Gegenstand dringend zerstören und dich wieder etwas erfüllen. Das sieht also... Das wird gefährlich, wenn du jetzt irgendwie, wenn irgendwas passiert, wenn dir irgend so ein banaler Mistsack über den Weg läuft oder so und du dann noch weiter absinkst, dann wird das wirklich gefährlich. Ich kann, nee, vielleicht kann ich auch noch irgendwas organisieren, aber... Nicht nötig. Naja, schon, ich habe das verschenkt. Okay, darf ich jetzt bitte durch? Ich will wissen, was mit euch passiert ist, ihr erzählt mir doch Unsinn. Ich habe das quasi. Na, es war halt ein Geschenk. Das habe ich mir gedacht, das würde ihr gefallen. Das meine ich gar nicht. Okay, aber warum habt ihr Brandblasen? Warum riecht ihr einfach nach verkokelten Haaren? Was ist euch passiert? Nichts. Ihr tritt einen Schritt beiseite. Danke. Sie geht rein. Muss ich mir Sorgen machen, David? Ich glaube, sie ist ein bisschen angesäuert wegen der Aktion mit dem Gericht und so. Mit der Rechtsprechung. Das weiß ich wohl, aber... Das war schon ein bisschen kacke. Also schon ziemlich kacke. Weil, also, wir sind da auch ganz offensichtlich anderer Ansichten und, ich glaube, sie nimmt das sehr persönlich, das und als, ja, vielleicht als Vertrauensverlust zu dir. Also ich glaube, sie ist echt ein bisschen... Ich glaube, sie ist stinksauer. Gut, aber was ist es denn, was sie getan hat, um in Flammen zu stehen? Experimentiert. Du erzählst mir von der Dunkelheit. Ja, gut, natürlich, aber was zur Hölle? So ungefähr? Sie verbrennt nicht, sie erstickt dich, wenn du Pech hast, oder sie bleibt an dir kleben, wenn du Pech hast, aber... Naja, sagen wir mal so, ich habe ja auch experimentiert. Also, wir haben uns gesagt, wir... Also, ich sollte ihr versprechen, dass ich das ihr nicht erzähle. Weil, wie gesagt, sie ist echt ein bisschen pissig. Und wir haben uns jetzt... Ich denke mir jetzt, wenn... Worte so viel Macht haben, dann sollten wir das vielleicht auch wirklich... Ne? Außerdem will ich nicht, dass sie auch noch pissig auf mich wird, dann verlieren wir sie beide vielleicht, das wäre gar nicht so gut. Sagen wir es mal so, mach dir keine Sorgen, es wird nicht so schnell wieder vorkommen. Na gut. Und sorry, dass du das auch gespürt hast, das ist... Macht mir schon ein bisschen, das tut mir leid. Na, das war ja nicht. Ja. Ich passe nächstes Mal besser auf. Du wirst es noch die nächsten Tage und vielleicht eine Woche spüren, ich nicht. Nur wenn du dich drauflegst. Okay, ich versuch's zu vermeiden. Um deinetwillen. Ah. Ah. Na gut. Irgendwann in der nächsten Woche oder so werde ich bestimmt nochmal Zeit finden, dann können wir uns nochmal sehen. Sollten wir uns nochmal sehen. Das wäre vielleicht gut. Gut. Holt euch. Nein, Brandsalbe hilft dir nicht. Das habe ich mir schon gesagt. Dann muss ich mal jemanden finden, der dem ich eine gute Tat verbringen kann. Ja.
Ja. Hast du irgendwie einen Zettel dabei? Stimmt. Ihr nehmt ihn, faltet einen Papierflieger draus und gibt ihn dir. Dabei beim Falten wird er etwas seines Glanzes reinballern. Kaputt machen. Okay. Danke. Ich zerreiß ihn. Du bekommst ein klein wenig zurück. Yay. Aber trotzdem bist du etwas weiter im Traum von entfernt noch. Ja, das ist klar. Ja. Dann würde er dir auf die Schulter klopfen, dich nochmal misstrauisch angucken und gehen. Na, immerhin. Gut, ich gehe in die Wohnung. Sophie, du spürst, wie deine Kinder einen verlustreichen Kampf ausfechten. Vor allen Dingen deswegen verlustreich, weil ihre Methoden ja nicht zwingend was anderes bezwecken. Aber schließlich die Bastion des Chaos erobern. Okay. Und niemand ist da, um hinzusehen. Und wenn niemand hinsieht, werden es mehr. Gott, was ist denn die Bastion? Sie werden in einem Springbrunnen irgendwann herausquillen. Quillen ist auf jeden Fall die richtige Einstellung. Der einzige Grund, warum überhaupt die so ein kamikaze-mäßigen Dings da haben und sich alle die ganze Zeit gegenseitig umbringen, ist, weil es einfach immer viel zu viele gibt. Ja, Kannibalismus hat noch niemandem geschadet. Die essen sich nicht gegenseitig. Okay. Aber so, ja, das wäre eine gute evolutionstechnische Maßnahme. Sophie kühlt ihre Brandblase in dem vereisten Wasserfall. Das ist angenehm, aber natürlich nicht heilend. Nein, aber angenehm. Ja, nur darum geht es. Das ist das Wichtigste. Tja, sie hat erstmal nichts Besonderes vor. Außer ein Konzept ausarbeiten, das sie der Schule vorlegen kann. Ich werde ihr mit kurzen und knappen Worten beschreiben, dass ich gerade unseren Aufpasser angelogen habe für sie, für uns, für die Sache. Auf einem Bein natürlich. Ich habe dich gerade nicht verstanden, Daddy. Ich war irgendwie bei mir was abgehakt. Oh, Entschuldigung. Also ich werde auf einem Bein ihr kurz und knapp berichten, was ich gerade getan habe. Für die Sache quasi. Was für ein netter Kerl ich bin. Okay, danke. Ich hatte irgendwie einfach keinen Bock auf ihn. Das weiß ich. Er wird nächste Woche nochmal mit uns reden wollen. Ja, dann soll er das machen. Ja, ich glaube, wir sollten ein Quäntchen besseres Verhältnis zu ihm herstellen. Weil er ist immerhin der Typ der Wache, den wir voll in den Arsch treten werden. You know? Das wird ihm echt nicht gefallen und er ist die einzige Person, wenn wir gefangen werden, die uns rausreißen kann. Rausreißen muss. Payback is a bitch. Genau. Vielleicht sollten wir nett zu ihm sein. Ja, mal gucken. Jedenfalls ein bisschen. Ich werde dann nett zu ihm sein, wenn mir danach ist, nett zu ihm zu sein. Wenn mir nicht danach ist, nett zu ihm zu sein. Du bist das Orakel des Verfalls und des Niedergangs. Dir ist nie danach, nett zu sein. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich war schon oft nett zu dir. In letzter Zeit auch gar nicht so. Das ist nicht wahr. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Ist okay. Möglicherweise werde ich nur nicht gerne bemuttert. Ja, und ich nicht gerne vergiftet. Möglicherweise. Wurdest du ja nicht. Nein. Oder bevormundet, oder wie auch bevormundet? Immer. Bevormundet? Du redest von Bevormundung? So. Dementsprechend. Ich koche uns jetzt einen Tee. Das ist gut.
Leute, ihr müsstet bitte noch mal 10 Minuten totschlagen, weil ich hier jetzt was vorziehen muss und nur noch ganz kurz was im Kopf bewusst werden muss. Viel Spaß. Okay. Jetzt ist er schon wieder weg. Ja, der ist ständig weg. Ja. Niemand mag ihn. Immer ist er weg. Juti, was machen wir denn jetzt demnächst, wenn die Brut eskaliert? Nichts wahrscheinlich, weil erstmal tut sie das ja ohne uns. Da müssen wir nicht mehr drauf aufpassen, glaube ich. Unser Part ist hier erledigt. Aber ich zumindest brauche ganz, ganz dringend noch Reserven für den großen Tag. Genau. Das fühlt sich an wie mein Schulabschluss. Gut, dann sollten wir quasi mal auf die Jagd gehen. Zur Wild Hunt oder so. Keine Ahnung. So ein bisschen was habe ich schon mal gefunden, aber es ist halt echt anstrengend und ich muss es schon ein bisschen suchen. Ich denke, wir sollten eine Party veranstalten. Das hilft bestimmt. Da kann man bestimmt irgendwie was Geiles. Ich glaube nicht, dass das so leicht ist. Ach, bestimmt. Na, ich brauchte, also es war schon schwierig. Hat man eigentlich sofort gemerkt, ob jemand da ist, der irgendwie dazu taugt. Und zum Zweiten ist das halt so ein, es ist, ich weiß nicht, irgendwie starke Gefühle, aber auch irgendwie was Neues, was Aufregendes, was vielleicht Angsterfüllendes, keine Ahnung, es ist, ich kann es nicht beschreiben. Eine frische Liebe zum Beispiel. Ja, aber selbst die reicht nicht. Es muss schon eine besondere sein, glaube ich. Ah, da kriegen wir bestimmt was hin. Wie willst du denn da was hinkriegen? Na, ich habe da so ein oder zwei Leute im Blick. Wofür? Nun, um sie zu verkuppeln. Aha. Wen denn? Das werde ich dir jetzt noch nicht verraten. Wenn das nämlich nicht klappt, ist das doof. Nee. So nämlich. David? Dich nicht, keine Sorge. Gut. Mann. Keine Sorge, das wäre viel zu kompliziert, dich zu verkuppeln. So einen Soziopathen muss ich auch mal finden. Wieso Soziopath? Hallo? Soziopath. Ach ja. Aber unser lieber Herr Beschützer und so weiter hat ein bisschen was von seinem Glamour abgegeben, damit ich mich besser fühle. Ist das nicht nett? Er ist ein ganz netter eigentlich. Mhm. Treu ergeben. Ich hoffe, du hast eine gute Sonnenschutzcreme dabei. Ja, ist ja, ich werde da ja nicht drunter leiden. Ihm scheint die Sonne aus dem Arsch. Ja, es ist ja auch schließlich Sommer jetzt. Dabei ist eigentlich Herbst. Also durchgeht es ja aber Sommer. Ja, ich weiß das selber. Aber natürlich steigt ihm dann die Sonne aus dem Arsch, wenn, ne? Also, du musst die Arsch nur so weit zusammen. Kneifen irgendwann. Leute. Ja. David, du bist ja ein bisschen angeschlagen, was den Glanz angeht. Ja, deswegen würde ich mir gerne auf einer Party, also würde ich gerne eine Party veranstalten, nämlich unser quasi Nachbar, der hat ja schon angedeutet, dass der ja eigentlich gerne eine Ischel haben wollen würde. Dem finden wir eine. Und dann wird der hart verkuppelt. Und welche Art Party willst du da veranstalten? Eine Hausparty. Das ist halt, ich brauche halt einen Grund, warum ich eine Freundin, die ich ja kenne, quasi bestimmt irgendwo von der Uni, ich kenne ja viele Menschen, mit quasi ihm da in Verbindung bringe. Dementsprechend muss das bei uns zu Hause passieren. Du kennst tatsächlich 1 Million Leute und du bist ja ein vertrauenswürdiger kleiner Sack.
Ich meine, du warst die letzte Woche nicht in der Uni, weil die ganze Sache ziemlich viele Zeit in Anspruch genommen hat. Ich war leider krank, aber das heißt ja nicht, dass ich meine Genesung nicht feiern kann. Es gibt keine Anwesenheitspflicht. Ja, aber ich rechtfertige das von meinen Kommilitonen so damit. Ach so. Und ja, dementsprechend gibt es jetzt eine Genesungsfeier. Boah, das muss man nämlich... smart, Junge. Ja, sicher. Also, ich komme aus dem Emsland. Gründe zum Saufen finde ich. Wenn du es ein, zwei Tage später machst, hast du auch nur noch leichte Probleme mit Auerbubus, weil ja diesmal, also gerade die oberflächlichen Sachen sind dann, ne, verdingst. Und das mit der Ische finden klappt teils. Das ist aber nicht, also das könnte sich was entwickeln, sag ich mal. Allerdings ist das nicht der Grund, warum du an dem Abend abstauben kannst. Der Grund, warum du an dem Abend abstauben kannst, ist tatsächlich, dass du nebenbei, man muss die beiden dann auch mal ein bisschen alleine lassen und nur so ein Auge drauf haben, ob sich das zu deinem Wohlgefallen entwickelt. Der eigentliche Grund ist, dass Roland auch irgendwelche Typen angeschleppt hat, weil es ist eine Party. Läuft. Und du einen kennenlernst, der ein Problem hat mit... Wie nennt sich denn das Ding gleich? Sag schon. Schloss. Ich bin übrigens richtig klug. Also, Schloss, ein Türschloss. Und du hast dich ja in letzter Zeit das ein oder andere Mal mit Türen beschäftigt. Das ist richtig. Ja, nicht nur so ein bisschen. Er will ein Schloss haben mit so einem dreieckigen Schlüssel, was irgendwie ganz merkwürdig funktioniert. Aus Stilgründen, selbstverständlich. Er macht das dann in seinen kleinen Schrank rein und das soll dann so sein, dass das quasi so eine volldurchsichtige Plastikabdeckung hat, sodass man die Innenteile sieht, die dann halt irgendwie komisch funktionieren. Und du hast ja, kennst dich ja mit Metallarbeiten aus. Und Schlössern. Bei eurem Gespräch, das immer höher quasi höhere Dings annimmt, wahnwitzigste Ideen mit irgendwelchen Zeichnungen, die er dann noch macht, weit ab der eigentlichen Party in deinem Zimmer. Da kommt ein bisschen was bei rum. Die kreativen Kräfte sind activated. Sehr schön, der wird gemolken. Aha. umgangssprachlich vollkommen okay, aber nur zur Darstellung. Ja, richtig, nein. Nee, ist ja okay, aber es ist tatsächlich nicht so, falls du das mal vor dir selbst rechtfertigen musst oder so. Du nimmst dem nichts weg. Ist gut. Okay. Ich profitiere nur davon. Am nächsten Tage. Sophie ist woanders. Unterwegs, wie immer, vermutlich wieder Nachtspaziergang, völlig ausgerastet. Vielleicht pennt sie ja auch bei den guten alten Saalpinseln und trinkt leckeren Eichelsaft. Wer weiß das schon? Bitte? Möglich. Das schmeckt. Also. Geweckt wirst du, David, vom Vogel. Ist natürlich ärgerlich. Er scheint im Hause eingesperrt. Wie immer. Dann setze ich mich zu ihm. Er flattert aufgeregt zwischen den beiden Türen hin und her. So, mein kleiner Freund. Ich würde dich ja jetzt gerne rauslassen. Aber warum bist du immer hier? Das muss ich doch erstmal wissen. Der Vogel antwortet nicht, ne? Ganz recht. Das habe ich mir gedacht. Ich fange mal an zu pfeifen. Ich kann das ja gewissermaßen. Zu was? Zu pfeifen, zu trällern. Ach so, ja. Er hat mir ja schon festgestellt, dass du dein junger Gott bist. Beruhigt er sich. Ich hole ein bisschen Vogelfutter von oben. Werde es... Er beruhigt sich nicht und interessiert sich nicht für das Futter. In eine schmierische Gestalt zu gehen, kostet mich schon wieder 1000 Millionen Glamour, richtig? Bitte nochmal. In die schimärische Gestalt zu gehen, kostet mich schon wieder 1000 viel Glamour, richtig? Eins, aber du hast nur 2 bekommen. Nee.
dieser Vogel. Ich, wenn er sich nicht beruhigt, würde ich ihn einfangen mit meinem Köcher. Hm. Das stellt sich als eine etwas herausfordernde Arbeit heraus. Warte, du, Sportlichkeit hatten wir ja schon. Hast du 3 Würfel? Okay, warte. Ah nee, du hast mit Geschick. Wie viel Geschick hast du? 1000, ne? Hm. 1000. Okay. 5. Du kriegst ihn immer fast. Aber nach 10 Minuten oder so wirkt es fast so, als würdest du ihn nur fast kriegen, weil er ein Spielchen mit dir spielt. Mhm. Letzten Endes erwischst du ihn dann aber doch, denn das Treppenhaus ist zwar breit, aber nicht so breit. Und als du ihn gerade in deinem Köcherchen hast, tritt herein die Nachbarin, die Alleinerziehende. Sie ist geplagt von wohl einigem Unmut und Verzweiflung, Niedergeschlagenheit und die Aussichtslosigkeit rinnt dir aus den Poren. Das ist nicht so, als würde es dich wie bei der Begegnung mit Roland irgendwie aktiv schädigen, aber es ist doch sehr unangenehm. Sie guckt auch irgendwie nicht verwundert oder erstaunt oder sonst irgendwas, gar entsetzt auf das, was du da treibst, sondern sie würdigt dich kaum eines Blickes. Und da ist sie dann ihre Tür aufschließt und reingeht und offenbar drin irgendwas entdeckt, verstärkt sich dieser Effekt noch ein wenig und in deinem Vogel wächst, also in deinem Köcher wächst aus dem Vogel heraus plötzlich ein Mann, also Kamal, der die Federn von sich streift und die von ihm abfallen und der sich krümmt unter den Einflüssen dieser Alten offenbar. In seinen Händen liegt ein Gegenstand, in so faustgroß, der von Tüchern umschlagen ist. Bunten. Muss nicht erwähnen, dass dein Köcher ist, leider kaputt ist. Ja, das ist okay. Was soll der Scheiß? Nix da. Ja. Zu deinem Wohle hast du nichts gesehen. Ich grüße dich. Dann steht er auf und geht zu Hause. Nein, Moment, du bleibst jetzt hier. Lass mich, David, und lass es dir gesagt sein, es ist besser für dich. Das mag vielleicht sein, das ist mir jetzt aber scheißegal, der Frau geht schlecht und die Frage ist jetzt, warum bist du die ganze Zeit immer mit dem Haus? Ich habe versucht, mit dir zu reden, das heißt, du wolltest nicht mit mir reden. Jetzt das bist hat sich du nicht geändert, David. Ja, aber jetzt schuldest du mir etwas. Ich schulde dir nichts. Ganz. Du schuldest mir eine Erklärung. Du solltest vorsichtig sein mit dem, wer hier wem etwas schuldet, das solltest du lieber nicht herausfinden, David. Tu dir einen Gefallen und vergiss. Schieb es in die letzte Zelle deines Gehirns und lass es dort eingeschlossen. Wie in einem Vogelkäfig. Ich gehe jetzt, David. Du könntest auch einfach mit mir einen Deal machen. David, du tust dir hier keinen Gefallen. Ich hab dir gesagt, was du machen solltest und jetzt bin ich weg. Auf Wiedersehen. Dann verlässt du das Haus. Du kannst ihm hinterhergehen auf die Straße, wenn du willst, klar. Ja, werde ich. Okay. Es wäre vielleicht für uns beide besser, wenn du mir kurz erklärst, warum es besser wäre. Eine Drohung, auf Drohung reagiere ich relativ schlecht. Mhm. Dann betrachte es nicht als Drohung, betrachte es als freundlichen Hinweis. Um deiner Willen. Hier sind Dinge ansonsten am Werk und hier sind Dinge, die weit außerhalb deines Verständnisses liegen müssen. Und das meine ich nicht beleidigend. Das meine ich sachlich feststellend. Dann klär mich auf. Nein, dass wir nicht, dass wir alle nicht nett sind, das weiß ich. Gut, dann belasse es dabei. Ich meine, es ist auch nicht nett, sich bei anderen einzumischen. Hm? Das ist richtig. Es ist meine Hausgemeinschaft. Ich finde dieses ganze Gemeinschaftswesen immer äußerst problematisch. Es ist schwierig und das gerade als Einzelmenschen
Meine Hausgemeinschaft, mein Herd. Oh shit, David, tu das nicht. Also lass uns drüber sprechen. Ich habe alles gesagt. Er geht zu seinem Taxi und steigt ein. Seit wann ist denn das Taxi da? Ne, er geht jetzt um die nächste Häuserecke, geht da in sein Taxi und steigt ein. Da ist ein Parkplatz tatsächlich auch. Alles klar. Achso, dann fährt er los. Okay. Ich mache mein Quartett noch voll anscheinend. Ich dachte, das war schon voll. Ich hatte noch 3. Sie hatte 4. Shit. Vielleicht geht er sich einfach meine Hausgemeinschaft, ohne mich zu partizipieren. Sis, ich hab wenigstens was sagen können. Wenn du auf Höschenjagd gehst, dann will ich gefälligst dabei sein. Zu einem gewissen Bereich. Auch so kann man Glamour produzieren wahrscheinlich. Bei einer Höschenjagd auf jeden Fall nicht. Nee, das ist auch keine Höschenjagd gewesen. Das war ein ich treibe die Frau in den Wahnsinn, Scheiß. Sie war aber banal, als sie nach Hause kam. Und bei allem, was du bisher gemacht hast, war danach niemand banal. Okay. Es ist nicht auszuschließen, dass das irgendwie in Relation steht, aber naja. Das ist eine alleinerziehende Mutter, weißt du? Die in einem ziemlich abgefuckten Haus lebt. Nehmen wir also mal an, ihr Grundeinkommen würde das nicht besonders hoch sein. Ja, aber er sagt, sie schuldet ihm etwas anscheinend. Nee. Oder er schuldet. Du schuldest ihm etwas. Ja, ist auch richtig. Aber er sagte auch, dass sie entweder ihm was schuldet oder er schuldet ihr was. Nee, von ihr hat er nie geredet. Mir fällt gerade auf, ich habe es nie genau gesagt. Ich habe nur gesagt, wer hier wem. Okay, gut. Ah, okay. Ich habe das nicht so verstanden. Vor allen Dingen, weil er sich ja auch irgendwie, weil er ja auch sehr unangenehm berührt war von ihrer Banalität offensichtlich. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, wenn die essen. Auf jeden Fall. Ja, ich gehe auf jeden Fall zurück in die Wohnung. Hast du noch irgendwas vor an dem Tag? Nö, nicht wirklich. Also, bis auf quasi oben nochmal nachfragen, wie es denn steht und, ne? Na. Der ist da tatsächlich an der Stelle etwas schüchterner, als man das sonst so von ihm kennt. Ah, das ist nicht das Problem. Im Dunkeln, aber. Nee, nicht direkt schüchtern, sondern zurückhaltend in dem, was er dir erzählt. Aber ich werde quasi auch nicht angetan. Er wirkt angetan, das ist auch schön. Ich will ja auch nur sein Glück. Ist ja nicht das Problem. Ja, ich will nur sein Glück. Sag ich ihm halt so. Ja. Keine Ahnung, wie das mit diesen Tiers mit den Sterblichen läuft, aber. Wenn es dann langsam dunkelt, beziehungsweise wenn es schon etwas dunkler ist, dann und entsprechend den Temperaturen langsam auch so ein bisschen Stadtnebel nach oben steigt aus der Saale, dann wird es nochmal in deiner Wohnungstür bimmeln. Yep. Und Herr Satt steht vor der Tür. Moin. Ich komme so rein. Vielen Dank. Ich wünsche eine Nacht, die voller Schrecken ist. Danke. Das habe ich jetzt wie zu verstehen? Dass dort, wo Schrecken und Wahnsinn
Wahnsinn gedeiht die Wahrheit. Ans Licht kommt eher als dort, wo das Glück die Lüge gebiert, David. Ich muss etwas wissen von dir. Okay. Dann frag doch. Wo hat sich Sophie heute aufgehalten? Hat sie sich bei mir abgemeldet? Hat sie in letzter Zeit irgendetwas erwähnt bezüglich meiner Person? Hatte sie in irgendeiner Form ausgesprochen oder vielleicht nur ausgedrückt durch ihre Mimik oder Gestik irgendwelche Vorbehalte, irgendwelche dunklen Machenschaften am Laufen, die mich betreffen könnten? Ich wüsste nicht. Ich hoffe nicht. Wo ich sie verstanden habe, mag sie sie eigentlich sehr. Wie kommst du zu dieser Annahme? Mir wurde etwas entwendet. Ha. Ihn auch, das ist interessant. Der Wanst vermisst seine Krone, seinen Hut. Und jemand war letztens bei verdammt, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Unser Vermieter. Roland. Roland, genau. War letztens bei Roland und hat dort Dinge beschädigt. Nein, diese Dinge stehen nicht im Zusammenhang. Okay. Diese Dinge stehen lediglich im Zusammenhang mit dem Erwachsenwerden, wenn man es so nennen muss. Okay. Es geht um etwas viel Wichtigeres. Nicht... Es ist natürlich etwas, das wichtig ist für meinen Kiff. Okay, ich glaube nicht, dass sie irgendwas entwendet hat. Ich kann sie natürlich fragen, beziehungsweise sollten sie selber fragen. Ansonsten wüsste ich nur von einem unserer Art, der in letzter Zeit hier war, aber ich weiß nicht, ob es... oder zwei. Ich habe es nicht gesehen, dass die in ihrer Wohnung waren. Wer? Haben wir auf einem Fuß gestanden, als man mir sagte, dass der nette Puka in unsere Wohnung darf? Garantiert nicht. Sehr gut. Der Name war übrigens Pascal, nur falls du dich an den auch nicht erinnerst. Ja, genau, ich und Namen, das passt halt komplett gar nicht, ne? Pascal vergesse ich aber auch immer. Pascal und Shema, genau, so heißen sie. Kamal. Nun, wir hatten letztens Besuch von... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwas entwendet hätten. Das eine war Kamal, der war im Hausflur. Hat da aber, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat. Und das andere war Pascal. Der war hier zu Besuch. Herz und Todesfeind treibt sich also in meinem Haus herum. Kamal? Und ich dachte, wir hatten
bereits darüber gesprochen. Es ist sicherlich eine Weile her und mag dir wie Ionen vorkommen. Ich lerne momentan sehr viel, das kann durchaus mir gefallen sein. Weißt du das erste Mal von diesem unsäglichen Sonnenbader aus dem Maule des Vaters befreit wurdest, sagte ich es. Und er ist nicht jemand, der der den Anstand hat, der die Etikette kennt und seine Feindschaften im Stillen, seine Kriege im Verborgenen führt. Er muss immer direkt herausplatzen. Er streunert hier seit einer Weile um das Haus. Das muss mir entgangen sein. Nun, hätte ich vorher erfahren, dass er das ist. Er war in Gestalt eines Vogels. Hier im Häuserflur. Er ist kein Puka, wie kann er ein Vogel sein? Ich weiß es nicht. Man erkannte ihn auf jeden Fall an seinen Augen. Die Augen waren halt seine. Und er verwandelte sich zurück, als ich ihn gefangen nahm, beziehungsweise als... Wie heißt unsere Nachbarin? Oh, liebster Spielleiter? Ja. Hauptnadel. Rebecca Hauptnadel. Als Rebecca nach Hause kam, es geht ihr nicht gut in letzter Zeit und er schien auch eher darunter zu leiden, dass es ihr nicht gut geht. Ich verstand nur nicht, warum. Manche der mysteriösen Kräfte und Zaubereien, die wir anwenden können, schon von geringeren Formen der Banalität gestört oder zerstört werden. Nun, ich weiß nicht, vielleicht hat es damit was zu tun, vielleicht ist es auch einfach ein Zufall, aber ich... Seien wir mal ehrlich, zufällige... Ungewöhnliches bei sich. Ja. Ein... Ding in einem Tuch gepackt. David, mir ist nicht entgangen, dass du dich mit dem hohen Gericht des Hof des Salzes nicht eben in wohlwollender Weise auseinandergesetzt hast. Aber eine Sie haben auf Scheiße gebaut. Von dir als Zeugen würde mir nicht nur meinen Besitz und den Besitz des Lua wieder beschaffen. Er würde dieser lächerlichen Fehde endlich ein Ende setzen, weil diese Echse dann endlich zerstampft wird von seinen Herren und seinem Hof. Okay. Darf ich erfragen, was er geklaut hat, dass solche Strafe vollzieht? Einen einzigartigen Schatz. Ein Quell, der mich über all die Jahre meiner früheren Leben gedenken lässt, weil er mir Aufgabe gibt. Aufgabe und Sinn im Leben. Eine bedeutsame und uralte Aufgabe, die nur ein Slua erhalten kann. Dann gebe hier gerne zu, dass ich mich dieses Schatzes nicht immer würdig verhalten habe und bis heute nicht weiß, ob eine unglückselige Fehlentscheidung eben das war oder rechtens, und dennoch ist er einzigartig. Nun, dann sollte er auf jeden Fall in euer Besitz zurückgelangen. Ich kann dich nur bitten, mich sofort zu begleiten, dieser Sache ein Ende zu setzen vor dem Grafen.
Selbstverständlich. Ich schreibe Sophie eine Nachricht. Bin am Hof. Hier wurde geklaut. Wir regeln das. Punkt. Du entscheidest, ob du die irgendwann mal... Also irgendwann wirst du die kriegen. Aber, ne? Lass dir Zeit, wenn du willst. Sie ist noch lange unterwegs. Das, ja, du bist ja auch immer abgelenkt. Du hast halt immer die besten Sachen. Ihr werdet euch auf den Weg machen. Er wird unterdessen die ganze Zeit seine Hände falten, mit seinen riesenlangen Fingern seine Spinne bedingsen, sie aus Versehen zerquetschen und sie dann in seinen Ärmel wandern lassen und ab und zu etwas vor sich hin murmeln. Sowas wie: Oh, ich freue mich schon, wenn ich an der Reihe bin, die letzte Geschichte des großen Kamal zu erzählen. Und ich hoffe, seine Brüder und Schwestern verbreiten sie über die Lande. Nun, ich hoffe nicht, denn er hat mir gedroht, dass ich das sehr bereuen werde, wenn ich nicht vergesse, was ich gesehen habe. Im Thron ist er groß. Das Maul hat er weit geöffnet. Entschuldige. Sein loses Mundwerk hängt bis zum Erdkern selbst, aus dem er den Glanz und das Feuer bezieht, um seine jämmerlichen, unbedeutenden Taten mit Wärme zu erfüllen, auf das alle Welt denke, sie wären etwas Besonderes. Er ist weniger als Schall und Rauch, er ist ein einzelner Lichtstrahl in einem Universum der Dunkelheit. Jo. Und für diese Tat, David, die du hier tust, obwohl ich weiß, wie sehr du verachtest, was dort vor sich geht, sollst du nicht ein, nicht zwei, sondern dreimal meine Hilfe erhalten, selbst wenn ich dafür meine Selbst verlieren möge. Nun, so weit wollen wir es hoffentlich nicht kommen lassen, aber... Ich will. Dann Dankeschön. Kommt schließlich zum Schloss. Die Trolle versperren euch den Weg. Es ist schon spät. Ich denke nicht, dass jetzt noch irgendetwas vorfallen könnte, das euch Einlass gewährt. Oh doch. Ich berufe ein stilles Gericht, bei dem ich Kamal den Eshu anklage, von den Slua einen Schatz gestohlen zu haben, deren Einzigartigkeit und Macht alles übersteigt, was... Vieles übersteigt, was der Graf selbst in seinen Schatzkammern zu verwahren weiß. Für den Spruch kriegt er erstmal einen vernichtenden Blick. Und dann werdet ihr widerwillig eingelassen. Okay. Euch wird dann erklärt von der Fiona, dass es eine Weile braucht, bis man David, bis man Kamal heranschaffen kann und bis der Graf bereit ist. Und dass das stille Gericht nur so heißt, weil niemand anwesend ist. Das heißt nicht, dass du nicht nachher darüber reden kannst, übrigens. Mhm. Dann irgendwann kommt Kamal mit einem sonnigen Gemüt hereinstolziert. Er wippt leicht, wenn er auftritt. Er grinst fröhlich und zuversichtlich. Während in Sandros Gesicht eher grimme Verachtung und Genugtuung auch mitschwingt. Dann kommt auch der Graf. Er scheint leidlich erschöpft von den Geschäften der Regierung, auch wenn das bei dem Schema schwer zu erkennen ist, ist es doch so, dass er nicht ganz so prunkvoll daherstolziert wie sonst, sondern etwas weniger. Er nimmt dann Platz. Welche Ironie, dass natürlich das erste stille Gericht seit wie viel Dekaden von einem Slur einberufen wird. Ich höre also und mache das schnell, ich habe noch anderes zu erledigen. Muss Anrede nachgucken. Graf.
Sakash vom Hause Gwydion, Herr über die Salzlande und Erster der Donnevögel, Licht meiner Augen. Dieser Eshu mit dem Namen Kamal wird von mir angeklagt, einen Schatz der Silua gestohlen zu haben. Ich kann und wenn ich wollte, ich kann euch nicht sagen, was es ist. Doch möge der Traum die Relevanz dieses Gegenstandes selbst auf die Goldwaage legen. Es wird eine kleine Goldwaage vor dem Grafen aufgestellt, die ist so kniehoch. So eine sehr alte mit zwei Fäden noch zusätzlich an den eigentlichen Wagenblättern dran. Und sie wird da ein paar Minuten stehen und Sandro wird sie einfach intensiv betrachten und dann plötzlich wird sie zum Katapult, sag ich mal. Hm? Okay. Danach kommt ein triumphierender Blick von Sandro. Als Zeugen kann ich David, den Träger des Rummelbanners, ein aufrechtes Heinzelmännchen bieten, der, auch wenn es sicherlich nicht immer im Interesse aller ist, voll Offenheit und voll Wahrheit spricht, wenn er etwas vorbringt. Der Graf wird dich dann erwartungsvoll anblicken. Nun, es begab sich so, dass als ich heute in unseren Flur trat, wieder einmal einen seltsamen Vogel erblickte, der die Augen eines Eshus hatte. Und da mich das sehr wundert und es noch sehr neu für mich ist, habe ich versucht, ihn zu fangen. Was mir dann auch im Endeffekt gelingt am Ende. Als ich den Vogel hielt, kam unsere Nachbarin hinein und ging in ihre Wohnung. Daraufhin krümmte sich der Vogel und es tauchte Kamal in seiner wahren Gestalt auf. Er trug einen Gegenstand in Leinen gehüllt, in verschiedenen Farben und beschwor mich, dass ich vergessen sollte, was ich hier gesehen habe. Und die Vermutung steht nun also aus, dass dies der Schatz ist, den er stahl. Nun, es würde passen. Ich kann es nicht beweisen, also ich weiß es nicht, was ich selbst habe diesen Gegenstand nie gesehen, der gestohlen wurde. Dementsprechend kann ich das nicht bezeugen. Aber es war halt, als ich ihn beschrieb, hat der Satz direkt gesagt, dass es dieser Gegenstand sein sollte. In deinen Worten liegt weder Heimtücke noch Lüge. Alles, was du glaubst, scheinst du es wahr zu betrachten. So wollen wir doch den Eshu fragen. Was hast du zu sagen, Kamal? Rechtfertige dich. Herr über die Salzlande, Graf, Licht meiner Augen, unser aller Augen, Sonne meines Herzens und Erster der Donnervögel. Ja, ich habe gestohlen. Ich stahl von diesem Slua, den ich als meinen Erzfeind betrachte. Diese Geschichte weiß ich bestimmt eines anderen Tages an einem Hofe zu erzählen, aber nicht heute, denn ich möchte eure Zeit nicht in Anspruch nehmen. Ich stahl von ihm mit Vorsatz. Ja, ich habe sogar einige Wochen vorher sein Haus ausspioniert, in Gestalt eben jenes Vogels. Wobei ich doch darum bitte, es nicht einfach als Vogel zu bezeichnen. Es ist die mythische Gestalt des Goldkehlchens, das so nicht ver... Entschuldigt, Herr. Verzeiht. Ich stahl, voller Vorsatz und in meinem Namen, allerdings nicht mit meinem Namen. Es wird nun unweigerlich so sein müssen, dass ich eine Geschichte erzähle und ich weiß, ihr seid geplagt von den Geschäften und ich weiß, ihr habt wenig Zeit. Doch möge mir doch bitte das stille Gericht die Erlaubnis geben, da sie...
Diese Geschichte wirft Licht auf die Einzelheiten, mit denen ich mich zu verteidigen suche, was, wie ich denke, laut den Regeln des Traums doch möglich sein solle. Fass dich kurz. Ich fasse mich kurz und danke, Herr Sonne meines Herzens. Es begab sich, dass ich eines Tages noch im Sommer, was spreche ich, noch im August, also fuhr ich mit meinem Taxi herum und wusste nicht so recht, wohin des Wegs, was zu tun und ob irgendjemand mich bräuchte. Da sah ich, wie ein schon halb verpupptes Heinzelmännchen mit einer kleinen Rotkappe, eben jene, die er erst neulich verurteilt hat, vollkommen zurecht, nach den alten Regeln des Eschiat. Nun, also diese beiden rannten weg. Ich hörte die Trommeln, es war mir ein innerstes Bedürfnis, diese beiden aus einer misslichen Misere zu befreien, vor allem als ich sah, dass der Halbverpuppte fast in den Rachen der Rotkappe stürzte, und so nahm ich sie auf, ich fuhr die Rotkappe um, wie ich doch denke, kein Frevel, sondern eine gute Tat, Herr, über die Salzlande. Ich nahm die beiden auf und ich fuhr sie hinaus aus der Gefahrenzone. Er war schon reichlich mit Glanz angefüllt, mehr als bei den meisten, die ich verpuppt sah. Es war erstaunlich. Er wirkte kraftvoll und ich roch einfach den frisch gebackenes Brot. Ich sah vor mir ein wirklich adrettes Häuschen mit einem schönen Garten und einer rostigen alten Pumpe, die gut gewartet, aber dennoch entschuldigt, Herr. Entschuldigt. Nun, wie auch immer, es scheint nur fair, dass in meinem Taxi und meinem Eigentum ich die Regeln festsetze, und so nehme ich niemanden mit, wenn nicht ein kleiner Handel aussteht. Und so handelte ich mit jenem, der schon kein Mensch mehr war, wenn auch noch nicht ganz eine Fee. Und ich verlangte von ihm für die Fahrt und letztlich auch für die Rettung, das er natürlich noch nicht verstehen konnte, aber das ist egal, verlangte ich nichts weiter als die Geschichte, wie er sich denn nun in alles das hineinbegeben hatte, und ich verlangte, seinen Namen zu besitzen. Und er stimmte zu. Das ist falsch. Und meine Worte lauteten: Alles, was ich will, ist die Geschichte, wie das passiert ist, und deinen Namen. Ich sagte nicht, ich möchte deinen Namen wissen. Ich sagte nicht, ich möchte deinen Namen hören, David. Ich sagte, ich möchte deinen Namen. Und du gabst ihn mir. Also, Herr über die Salzlande, in meinem Namen tat ich es, aber mit seinem. Ich berufe mich auf die uralten Regeln. Da ich seinen Namen besitze, möchte ich, dass ihr ihn nun verurteilt, anstatt mich, wie es die alten Regeln nun mal vorschreiben. Darf ich erfahren, was das bedeutet? Nun, das bedeutet, dass der den Namen eines anderen besitzt, große Macht hat. Es bedeutet, dass wenn die alten Regeln hier in Kraft treten sollen, nicht Kamal es war, der Stahl, sondern David. Müsste ich da nicht im Besitz noch dieses Edensgerät sein? Nein. Es ist dein Name, der hier zur Verhandlung steht. Den du freiwillig abgetreten hast. Zu dem Zeitpunkt kannte ich meinen Namen noch gar nicht. Wie soll ich ihn denn abtreten? Es ist in der Tat eine verzwickte Situation, da du nur halb Mensch warst und halb Fee. Und der Traum schenkt mir keine eindeutige Antwort. Es ist eine alte Regel. Und ich weiß nicht, ob wir uns in dieser Zeit auf sie berufen sollten. Ob wir das können. Ich wünsche, dass meine beiden Berater zu mir sprechen. Fuck. Ich sag mal so. Herrin Elera vom Hause Fiona wird an ihn herantreten und den Ding ins Ohr flüstern. Und er wird überlegen und er wird nicken und er wird weise
gen Himmel blicken, wo seine Sonne scheint. Und dann wird sie zurücktreten und die ganze Zeit blickt voller grimmer Genugtuung, voll Geilheit. Dem wächst so ein Zahnraut aus der Hose, dich natürlich der gute alte Gewiddi an. Nicht der Gewiddi, sondern der Dougal. Herr, wenn ihr erlaubt, ich denke nicht, dass ich euch etwas flüstern muss, jeder darf mein Wort hören. Wir leben nun in einer neuen Zeit, einer für die Feen feindlichen Zeit, und wir haben nichts als den alten Glanz, um uns festzuhalten, um nicht zu vergehen in dieser Welt. Diese alten Regeln müssen wir einhalten. Und ich möchte euch nicht Wankelmütigkeit unterstellen, doch die alten Regeln wurden auch bei der Verurteilung der Rotkappe vollkommen zurecht eingehalten. Wie können wir jetzt davon abweichen? Welches Bild würde das werfen? Nur weil David ein etwas geschätzteres Mitglied dieser kleinen Gemeinschaft von Feen ist, können wir hier nicht anders vorgehen als bei ihr. Des Weiteren hat er sich mehrmals ungebührlich gegenüber euch, den Ski, dem Hof und damit dem Wilden des Traumes verhalten. Ich denke, er wird auch weiterhin Probleme machen, nachdem er offensichtlich schon einen Slua bestohlen hat. Der Graf nickt bedächtig. Also David, zum einen sollst du den Gegenstand, den du gestohlen hast, aushändigen. Das ist witzig. Muss er das jetzt tun, weil er meinen Namen hat? Du merkst etwas Schweres in deiner Hosentasche. Okay. Das ist, ich pack da mal rein. Da ist ein in Tüchern geschlagenes Ding. Oh, das ist cool. Ich geb ihm das sofort. Du hast einen wertvollen Schatz und ich spüre seine Macht, bis ihr hierher entwendet. Du hast das Kiff der Slua bestohlen. Nur bevor ihr mich jetzt verurteilt und ich dadurch tot bin. Arschloch, Kamal. Wie werde ich das wieder los, dass er Macht über meinen Namen hat? Wenn ich das noch überleben sollte? Schweig. Okay. 2 Monde und 2 Tage lang sollst du nur von anderen nehmen. Wenn du 3-mal um die Erlaubnis gefragt und 3-mal zur Antwort Ja erhalten hast. Ja oder jede andere Form der Bestätigung. Ein Nicken soll dir genügen. Doch 3-mal sollst du fragen und 3-mal sollst du eine positive Antwort erhalten. Kamal, ich habe heute diese uralte Regelung ein letztes Mal für lange Zeit angewendet. Gib ihm seinen Namen zurück. David, was deines ist dein. Du bist David und ich bin Kamal und so soll es sein. Danke. Und nun geht. Moment. Dem Moment. Kamal übrigens die Todesblicke der Mega-Verachtung zu. Eine Frage noch. Muss er mir das jetzt 3-mal geben? Nein, du hast nicht genommen, er hat es dir gegeben. Okay. Das ist okay. Dann danke. Tut mir leid. Ihr werdet erstmal rausgehen. Dieser widerliche, kleine, nichtsnutzige. Und auf der anderen Seite haben wir beide das wieder, was wir wollten. Nichts haben wir. Er hat es entweiht. Okay. Tut mir leid. Es ist weder deine Schuld, noch war es meine, aber er wird leiden. Das hat er sich verdient. Es scheint mir, als wäre es weiterhin dringend Zeit, dass diese Sache, mit dir, von der jemand mit mir sprach, in Taten umgesetzt wird. Der Graf wusste, dass dieser Schatz nun nicht mehr das ist, was er einst war. Er muss es gewusst haben in seiner Domäne.
Shit. Können wir das wieder reparieren? Es ist ein Schatz des Lua. Wenn, dann wirst du mir leider nicht dabei helfen können. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das deinem Willen entspricht. Na, ich fühle mich schon ein bisschen schuldig, dass es jetzt kaputt ist und ich das irgendwie vergeigt habe, ihn dafür bestraft. Es hat nichts mit Schuld von dir zu tun. Er hat dich durch eine widerliche, abnorme Untat in das Licht, vors Licht geführt, ins Licht, das nichts weiter birgt als den sengenden Sommer, den Blick des Grafen, der keinen Verstand kennt, der sich strikt an das hält, was vor 1000 Jahren gesprochen wurde und der nicht gesehen hat, wie sich die Regeln in der Zwischenzeit änderten, als wir litten und er in Arkadien nur noch die zertretenen Feen sahen, die er hinterließ, als er flüchtete beim Bersten. David, nichts hier ist deine Schuld und dennoch wirst du leiden dafür. Im Zusammenspiel wirst du leiden, weil jemand, der es nicht verdient, auf dieser Erde zu wandeln und sein großes Mundwerk aufzureißen, dich in das Licht geführt hat und ein anderes zuließ, der schon viel zu lange auf einem Thron aus Salz sitzt. Ja. Verzeih, ich sollte meine Zunge zügeln. Ich bin kein Nöcker. Es ist durchaus berechtigt. Wenn ich dich um eine Kleinigkeit bitten darf, dann vor besonders meinem Kiff nicht zu erwähnen, dass ich mich zu solch vulgärem Verhalten hinreißen lasse. Es ist durchaus peinlich. Ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Ich danke dir. Und vergiss nicht, auch wenn du leidest, so hast du wenigstens 3-mal einen Gefallen bei mir offen. Und noch immer steht, und wenn ich dafür vergehe, wenn ihr leidet, ist es in Ordnung. Ansonsten sind es 3 Gefallen, die ich dir schulde. Ihr werdet dann auf dem Weg nach Hause gehen? Ich vergaß den Wanst, ich sollte ihn jetzt abholen. Ja klar. Ich danke dir dennoch, David, und da dir sicherlich einige Sachen im Alltag jetzt schwerer fallen sollten, werden wir, denke ich, eine Möglichkeit finden, die dich versorgt. Vielen Dank. Er verbeugt sich grimmig. Und geht dann. Die Schatten, die er hinterlässt, werden immer länger und entwickeln irgendwann ein kleines Eigenleben. Es sieht fast aus, als würde sich der Schatten in eine andere Richtung drehen als er selbst und mit seinen langen Spinnenfingern nach etwas greifen. Einem Schatten einer Straßenlaterne, der nicht mehr der Schatten einer Straßenlaterne ist, sondern der Schatten eines persischen kleinen Wunderknabens. Okay. Ja. Yeah. Ich hasse diesen Typ. Spätestens wenn David die Treppe hochgeht, wird er noch eine leichte Kälte am Treppengelände spüren und noch einzelne Eiskristalle, die am Holz kleben. Was er relativ unhäufig, also relativ selten tut, wenn er nach Hause kommt, er schlägt die Tür hinter sich und geht direkt ins Zimmer. Und schlägt auch die Tür hinter sich zu.
Irgendwann klopft das Verhalten an deiner Tür. Was? Alles okay? Nichts ist okay. Was ist passiert? Sie sieht irgendwie so aus, als wäre sie den ganzen Tag unterwegs gewesen. Sie hat sich noch nicht umgezogen. An ihrer Hose siehst du Schlamm und an den Füßen auch. Und irgendwie ist sie voll von Staub bedeckt und allem Möglichen. Hat sich herausgestellt, dass Kamal meinen Namen besaß und damit jetzt nur unseren netten Freund Herrn Satt bestohlen hat. Hä? Ich wurde verurteilt gerade vom Prinzen. Was? Vom Grafen? Ja, von dem. Hä? Ja. Aber immerhin habe ich meinen Namen wieder. Du verstehst, dass das für mich gerade irgendwie jetzt schwer. Also irgendwie hast du Kamal deinen Namen gegeben. Das geht ganz einfach. Wenn ich dich jetzt fragen würde, darf ich deinen Namen haben? Dann sagst du, mein Name ist bla 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 und dann habe ich deinen Namen. Und damit kann ich dann... Also ich antworte auf so eine Frage dann... Lieber nicht. Ich sage dir gerne, wie ich heiße, aber meinen Namen bekommst du nicht? Genau. Okay. Weil anscheinend überträgst du damit alle Rechte, die mit deinem Namen zu tun haben, und dann kannst du sagen, ja, das war ich, aber im Namen von ihm. Oder so. Und, Oh. Genau. Und schwuppdiwupp war ich der Dieb. Okay. Ja. Yeah. Und jetzt? Ja, aber ich habe anscheinend irgendwas sehr Wichtiges geklaut und es... Kamal hat es dann geschändet und kaputt gemacht. Aha. Und es war sehr wichtig. Aha. Ja. Für Sandro oder was? Mhm. Für seinen gesamten Kiff. Ja gut, aber ich sag mal, die beiden haben ja offensichtlich eine Kabelei am Laufen, die schon sehr lange geht. Er hat es auf die goldene Waage gelegt und ich weiß nicht, was das bedeutet, aber diese goldene Waage war... Als er sagte, wie viel der Traum diesem Ding zuordnet, ist das Ding einfach mal in die Decke gegangen. Okay, also... Das Ding war richtig wertvoll. Also sagen wir es mal so, jetzt nur um irgendwie die Situation ein bisschen zu glätten. Also erstmal, es ist scheiße, dass dir das passiert ist. Das ist Punkt 1. Wenn ich irgendwas machen kann, um dir zu helfen, sag mir wie. Ja, das nehme ich gerne an. Kannst du es mir bitte noch zweimal anbieten? Hä, ich helfe dir gerne. Ich helfe dir gerne? Danke und danke. Hä? Nee, ich kann nur Sachen annehmen, wenn man mir das jetzt dreimal anbietet und ich das dreimal bestätigt kriege. Oh Gott. David, du musst andersrum. Dreimal fragen. Ich muss dreimal fragen, richtig. Magst du mir helfen? Magst du mir helfen? Magst du mir helfen? Und du musst mir dreimal ja sagen. Ja, ja, ja. Top. Alles ich hoffe, klar. Das, das heißt, ich gehe demnächst einkaufen, ja? Das wäre nett, ja. Okay. Oh Gott, erinnere mich bitte dran, sonst vergesse ich das. Ja, ja, das ist okay. Also, du hast hiermit, du darfst gerne mich zwischendurch mal nerven und dran erinnern. Und wenn ich die Tür zumache und sage, David, lass mich in Ruhe, ich bin gerade beschäftigt. Du kennst mich jetzt lange genug, um festzustellen, ob ich wirklich beschäftigt bin oder nicht ganz so wirklich beschäftigt bin. Und was diese Sache angeht, ja, tendenziell ist das sehr schändlich, allerdings, so bei dieser, sagen wir es mal so, ich mag Sandro, ich mag ihn wirklich, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch der, wenn er wirklich sich anstrengt, dazu neigt, Dinge zu tun, die mindestens ebenso, eben solche Auswirkungen haben können, also insofern... Ja, aber nicht in meinem Namen. Ja, das ist der Punkt, wo ich dir zustimme, der scheiße ist. Der Punkt, wo die andere Sache da muss ich sagen, weiß ich nicht so genau, was ich davon halten soll, weil ich glaube, die beiden sind gerade dabei, sich gegenseitig Dinge anzutun, die jenseits von dem sind, was wir uns vorstellen können. Nun sagen wir es mal so, ich würde keinen von beiden jetzt gerade ein Stück Eisen in die Hand drücken. Ich glaube, sie können sich damit um. Ich habe Herrn Satt
selten so emotional gesehen, sagen wir es mal so. Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er zumindest in dieser Beziehung irgendwie sich anständiger verhält. Glaube ich ehrlich gesagt einfach nicht. Er ist bei Weitem höflicher. Ja, vielleicht. Aber weißt abgesehen davon, es war ein unwahrscheinlich wichtiges Utensil für... Ja, aber du weißt doch nicht, was davor passiert ist. Nein, das ist mir auch egal. Man macht doch jetzt nicht... Also, uns geht's anscheinend sowieso schon scheiße und wir haben sau wenig mit dem Traum zu tun. Und er macht diesen Traum noch weiter kaputt und entfremdet ihn. Was soll denn der Scheiß? Macht er das? Ja, offensichtlich. Dieses Ding ist das so? Nutzlos gemacht. Ist es wirklich nutzlos? Oder wesentlich geschwächt. Okay, vielleicht ist was anderes dadurch stärker geworden? Ich denke nicht. Woher weißt du das? Und selbst wenn, dann eher wahrscheinlich im Sinne des Sommers als woanders hin. Weil unser toller Graf hat das nämlich mitgekriegt, dass das Ding nur noch rotzwert ist. Und hat es so hingenommen. Ich glaube, aus dieser Sache zwischen den beiden halte ich mich raus, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist was... ich gehe mal davon aus, dass die drei... Wieso die drei? Weil der Herr Graf da definitiv mit drin saß, wahrscheinlich. Hä? Naja, er wusste, dass das Ding jetzt nur noch weniger wert ist und hat es trotzdem hingesehen, als wenn das in Ordnung wäre. Ja, aber hätte er dich denn jetzt stärker bestrafen sollen dafür? Nein, er hätte das alte Recht gar nicht anwenden müssen. Er hätte es nicht tun müssen. Ja, aber der Graf ist ein Arsch. Ja. Wobei er sehr gnädig war zu mir. Außerdem, nach dem, was er da mit dem Wanst abgezogen hat, wenn er das jetzt, also... Natürlich. Egal. Also, wenn irgendwas ist, sagst du Bescheid, ja. Möchtest du einen Tee? Du hast es mir angeboten, ich darf ja sagen, das ist okay. Danke. Ich biete dir auch gerne noch zweimal einen Tee an und du darfst gerne noch zweimal ja sagen. Nee, ich muss fragen und dann, also okay. Wenn ich frage. Ah, wenn ich dir das anbiete, ist das also okay, ja? Ja. Von mir aus meine ich. Ja, ja. Okay. Das muss ich erstmal wissen. Ja, ich war auch gerade ein bisschen in Rage. Möchtest du Milch und Zucker haben? Bitte. Noch irgendwas? Das wäre sehr nett. Nein, danke. Okay. Sophie macht ihm Tee und bringt ihm auch Milch und Zucker mit. Und Kekse von Martha. Richtig leckere Klunche. Sehr gut. So, bitteschön. Dankeschön. Wird schon? Ich bin ein bisschen pissig. Das kann ich nachvollziehen, das wäre ich, glaube ich, auch. Und du, was hast du so Schönes gemacht? Muss ich das jetzt dreimal fragen? Nee, ich glaube nicht. Ich krieg ja nichts von dir. Ich bin in alten Ruinen rumgekrochen. Auf der Suche nach deinen Kiddies? Nein. Sondern? Ursprünglich, ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich da reingegangen bin. Ursprünglich, weil ich dachte, da wären Jugendliche drin und ich wollte gucken, was die so machen. Ich arbeite nämlich gerade an einer neuen Bilderserie. Aber danach habe ich was anderes gehört und dann habe ich die Schrottgnomen ein bisschen beobachtet. Und dann
Weiß ich gar nicht mehr, was da war. Irgendwas anderes. Okay. Du hast aber den Tag über schon immer mal gespürt, wenn deine Kinder sich besonders gefreut haben, wenn sie irgendwo in der Ferne der Bastion des Chaos irgendeine besonders kaputtschlagende Maschine gebaut haben. Dann hat die Uterus ein bisschen geleuchtet. Immerhin sind es ihre Kinder. Ja. Ja, genau. Und wie gesagt, dann bin ich in den alten Ruinen rumgekrochen und hab noch, wo ist mein Block? Ah, auf meinem Schreibtisch. Und was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe mich mit einer ganz merkwürdigen Frau unterhalten. Die hat irgendwie... Eine merkwürdige Frau? Ja. Also es war eine normale Frau, aber die hat Stories erzählt. Von irgendwelchen Reisen und was weiß ich nicht was. Völlig, völlig kurios. Pass auf mit irgendwelchen Leuten, die irgendwas erzählen. Wieso? Vielleicht wollen die auch eine Geschichte oder irgendwas anderes. Sie hat mich um nichts gebeten. Sie hat einfach erzählt und ich habe zugehört. Okay. Ich mag diese Leute nicht. Die einfach erzählen und du hörst zu? Nein. Mag die, ehrlich gesagt. Diese Geschichten-Fanatiker. Ich höre mir gern Geschichten Ishu. An. Hey, du kennst ja jetzt nur den einen. Ja, 100% von den Ishus, die ich kenne, sind Kacke. Da kommt das Heinzelmännchen in dir durch und die Vorurteile. Das sind keine Vorurteile, das sind bestätigte Tatsachen. Ja, bei 100% der Ishu, die du kennst. Ja. Es ist eine durchaus valide Statistik, die ich da führe. Sie ist noch nicht aussagekräftig, vielleicht was alle Ishus angeht, aber was die Ishus angeht, die ich treffe, ist sie auf jeden Fall 100%ig aussagekräftig. Alles klar. Ich sehe schon, wir unterhalten uns da besser irgendwie, wenn sich das Ganze ein bisschen gesetzt hat, nochmal drüber. Nein, aber die Frau war cool. Ich hab ein paar Skizzen gemacht zu dem, was sie erzählt hat und ansonsten, ja. Ich glaube, sie war obdachlos. Die hat auf jeden Fall so gerochen. Okay. Und sie hat sich nicht darüber gewundert, dass ich, sie guckt an sich runter, so neben ihr gesessen habe. Nun gut. Ja, also alles in allem hatte ich einen besseren Tag als du. Ich denke. Ich denke auch. So. Aber nichtsdestoweniger werde ich jetzt trotzdem duschen gehen und diese Sachen in die Waschmaschine entsorgen. Das klingt schon mal gut. Und mich selbst auch. Welche denn? Ach ja, wir haben ja keine Waschmaschine. Diese Sachen in den Wäschesack entsorgen. Vielleicht sollte ich mit den Sachen duschen gehen, sonst kriegt Martha einen Herzinfarkt. Meinst du nicht? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Hast du noch Sachen zu waschen? Soll ich direkt mal zu ihr gehen? Ah ne, es ist schon viel zu spät, ne? Ja, es ist schon viel zu spät. Mach ich morgen. Ich kann das auch wohl machen. Das ist nicht das Problem. Okay. Ich muss mich ja jetzt quasi nicht verstecken, nur weil ich verdammt bin. Verdammt? Tja. Immerhin habe ich meinen Namen. Der kleine Pisser. Ich war nicht mal Fee, als ich ihm das gegeben habe, anscheinend. Okay. Ja. Wann war das denn? Als wir noch Menschen waren. Okay. Als ich mit der kleinen, dem Wanst gefahren bin, da hat er uns abgeholt. Ah, da. Als ihr des Wanstens Vater besuchtet. Mhm. Ich verstehe. Okay.
Naja. Ich sag mal so, du hast einem Menschen ja auch mal Zeit gestohlen. So ist es ja nicht. Ja. Hat er auch nicht anders gemacht. Das ist richtig. Ja. Ist jetzt halt scheiße, dass es genau dich getroffen hat. Aber damals kannte er dich nicht, er war dir also irgendwie nichts schuldig. Aber, naja, ist halt irgendwie doof gelaufen. Das stimmt. Wir kriegen das alles hin. Das ist wohl richtig. Bestimmt. Soll ich einen Wäschesack fertig machen? Dann kann ich ihn direkt hinlegen, wenn du sowieso zu Martha willst. Ja. Okay. Schreib mir bitte mal drauf, dass ich das darf. Keine Ahnung, ob ich sonst einen Drawback kriege oder so. Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung, wie das Scheiß läuft. Mach ich. Super. Ich geh jetzt ins Bett. Und ich geh jetzt duschen. Viel Spaß. Die Dusche wird weinen, wenn sie mich sieht. Sie grinst. Also sie ist tatsächlich echt schmutzig. Ja, das es ist ihm gerade nur egal. Ich weiß. Und normalerweise hätte er hinterhergeräumt, aber... Ja, sie geht jetzt duschen und wenig... Also doch, spätestens am nächsten Morgen vermutlich findest du einen Wäschesack da, auf dem dreimal steht, nimmst du diesen Sack bitte mit zu Martha. Sehr schön. Stimmt, du hast es mir gegeben, also darf ich das nehmen. Na, das ist egal. Ach, ist das kompliziert. Zu kompliziert für heute. Machen wir erstmal Schluss. Jo. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen. Ich glaube, ich habe Deli da, wo ich ihn haben will. Also, das heißt, ich glaube, wir sind jetzt schon sehr viel weiter und ja, es funktioniert. Jetzt muss ich noch Sophie dahin kriegen, wo ich sie haben will. Das wird schwieriger, aber ich habe einen wunderschönen Plan. Weißt du, Feen, die sind ja, sie sollen ja ursprünglicher sein in ihren Gefühlen und manchmal auch fremd. Artig in der Art, dass ihre Gefühle halt wenig menschlich sind im Sinne von ja halt echte Gefühle, wenig rational und dass rationale Entscheidungen dahinter Gefühlsausbrüchen zurückstehen. Ja? Und auch da habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir, aber ich denke, das wird funktionieren. Das wird funktionieren. Ach ja, da die beiden das vermutlich nie erfahren werden. Natürlich hat der Eshu dieses Ding da nicht kaputt gemacht. Aber ich meine, es hat ja besser funktioniert, um Davids Hass zu schüren, wenn man das behauptet, ne? Und das gibt ihm ja auch Argumente. Und an Argumenten, wie man in zukünftigen Folgen merken wird, mangelt es ihn ja so ein bisschen diesbezüglich. Ja. Da komme ich vielleicht nochmal drauf zurück. Mal sehen. Bis dahin. Tschüss.